Hi, ich bin der Marvin von Pfitzenmeier und heute, wie ihr seht, in ungewohnter Umgebung, denn heute sind wir nicht im Studio, sondern auf dem Sportplatz in Bensheim, weil wir heute mit den Flames eine Laktatmessung machen. Wir als der Fitness- und Gesundheitspartner in der Region kooperieren mit den Topvereinen wie beispielsweise den Rhein-Neckar-Löwen oder den Adler Mannheim und heute, wie gesagt, mit den Flames in Bensheim. Die Besonderheit heute ist, dass wir nicht wie gewohnt im Studio die Laktatmessungen machen. Hier hätten wir dann die Hilfsmittel Laufband oder zum Beispiel Fahrradergometer, sondern heute sind wir auf dem Sportplatz in Bensheim. Zum einen können wir hier die ganze Mannschaft durchtesten und das Ganze haben wir heute so organisiert, dass jeweils 800 Meter gerannt werden bei bestimmten Geschwindigkeiten. Der Laktattest ist ein Stufentest, das heißt, mit jeder weiteren Stufe wird das Ganze schwerer oder man läuft schneller, bis die Spielerinnen irgendwann nicht mehr können. Am Anfang nimmt man den Ruhelaktatwert und nach jeder gelaufenen Stufe misst man dann erneut, bis man dann eben den Leistungsabbruch hat und genau weiß, wie leistungsfähig sind die Spielerinnen. Das Ganze ist deshalb wichtig. Stellt euch das Ganze vor wie ein Navigationssystem. Wenn ihr euch ein Ziel setzt, dann wisst ihr genau, wo ihr hinfahren wollt. Wenn ihr aber nicht wisst, wo ihr startet, dann kann euch das Navigationssystem keinen Weg aufzeigen. Der Weg wäre das Training und im besten Fall ist ein Training so gesteuert, dass es Unterforderungen, aber vor allem auch Überforderungen vermeidet. Das heißt, die Spielerinnen gesundheitsbewusst, aber auch leistungsbasierend besser werden und damit ihre Leistung auf dem Platz steigern können. Und das Schöne daran ist, das Ganze ist nicht nur im Leistungssport sinnvoll, sondern auch für den normalen, fitnessorientierten Sportler. Weil auch hier wird immer die Frage kommen, wie lang muss ich laufen, wie schnell muss ich laufen? Und das sind alles Fragen, die der Trainer nicht richtig beantworten kann, wenn der Laktattest im Vorfeld nicht gemacht wurde. Und wenn man weiß, wie das aktuelle Leistungsniveau ist, dann kann man auch perfektes Training steuern und das Ganze wird eine runde Sache. Und der Sportler erreicht sein Ziel. Heute ist Trainingsstart und ich freue mich so, dass wir endlich so nach 3 Monaten wieder anfangen können. Wir werden die nächsten 3 Wochen intensiv arbeiten. Wir fangen immer mit dem Laktattest an. Wir machen ihn dieses Jahr mit Pfitzenmeier. Ich glaube, dass wir diese Zusammenarbeit, die wir jetzt schon seit mehreren Jahren haben, jetzt noch ein bisschen intensiver machen wollen. Darauf freue ich mich drauf. Dieser Laktattest ist so dieser erste Step. Da kriegen wir wirklich von den Mädels so die Ausgangssituation mit Herzfrequenz, mit dieser Schwelle, wie wir trainieren wollen. Das ist auch für mich sehr wichtig, was ich den Mädels mitgebe. Anhand dieser Werte trainieren die Mädels. Jetzt ist es so der erste Start, dass es so nach so langer Zeit wieder losgeht. Und ja, so geht's jetzt los. Diese Woche wird schon anstrengend werden, weil wir viel rausgehen, auch viel. Wir machen noch 3000 Meter Tests, wir werden Krafttests machen. Aber ich freue mich drauf. Endlich ist es wieder soweit. Ja, heute der Laktattest war jetzt das erste, quasi dieser Beginn der Vorbereitung. Für mich auch was ganz Neues, das habe ich noch nie vorher tatsächlich gemacht. Bin natürlich jetzt auch gespannt auf die ganzen Ergebnisse, die da jetzt resultieren.